bestimmt gehört von diesen ganzen. Wer von euch hat gehört von den ganzen doofen Gelaber in den Zeitungen? Ja. Habt ihr alle von gehört? Wo habt ihr davon gehört? In Zeitungen oder hat euch das? Ich habe nur eine Fackelprodukte gesehen. Also, wer du? Bild.de. Bild.de, okay. TikTok? Okay. Ah, okay, alles klar. Gut, weil eben hat mir jemand gesagt, der ist auch in der Schule angesprochen worden vom Lehrer oder von der Lehrerin. Ja? Guck mal, Leute. Ihr wisst alle, es ist schön für euch, dass ihr das seht, was für eine Schwachsinn wir haben. Ja? Und wie die Medien am Lügen sind, damit ihr Erfahrung habt. Guck mal, viele von euch, die sind jetzt hier schon so lange hingekommen und noch nie hat man irgendwas gesehen. Das Einzige, was ihr von mir gehört habt, ist, wo ich einmal erzählt habe mit dieser Schlägerei, wo mehrere auf einen draufgegangen sind, dass wenn ich jemanden sehe, der sowas hier macht, dass er direkt achtkantig rausgeht. Wir sind die Leute, die zur Rücksicht am Erziehen, wir sind die Leute weiterhin, wenn jemand schwächer ist, Rücksicht auf den zu nehmen und so weiter und so fort. Ja, und dann versuchen sie daraus zu machen, oh, Radikalisierung, und versuchen das beizubringen, zusammen in Verbindung zu bringen mit diesem IS-Anschlag in Solingen, wo irgend so ein Vollidiot mit einem Messer auf irgendwelche unschuldigen Leute losgeht. Versteht ihr? Wo, aber, dass wir dagegen schon geredet haben, Vorträge dagegen gemacht haben, da redet keiner drüber. Nur ihr müsst wissen, was los ist. Wenn euch einer anspricht, weil eben hat mir einer gesagt, er ist in der Schule angesprochen worden von der Lehrerin, die Lehrerin hat gesagt so und so. Ehrlich gesagt, er war ein bisschen respektlos, wahrscheinlich auch aus seiner Wut heraus. Seid nicht respektlos. Ihr müsst lernen, euch mit Worten verteidigen zu können. Ja? Ihr müsst lernen, euch mit Worten verteidigen zu können. Einfach sagen, schau mal, erste Sache, von wegen vor den Gebeten, vor dem Training und Gebeten. Die sind nicht Muslime. Solche Nicht-Muslime sagen ja beten. Zweite Sache, wenn das so wäre mit dem Gebet, was ist schlimmer am Gebet? Ist irgendwas schlimmer am Gebet? Das heißt ja, ihr habt ja kein Problem mit Terrorismus, sondern ihr habt ein Problem mit meiner Religion. Ja, wenn ihr euch über das Gebet aufregt, regt ihr euch ja über eine fundamentale Sache auf, die nichts mit irgendwie Terrorismus oder irgendwas zu tun hat. So. Aber das ist dieses dumme Gelaber, was ich seit 20, 30 Jahren mitmache. Nee, Entschuldigung, 30 Jahre so übertrieben. Seit fast 20 Jahren mitmache, dass andauernd irgendein Schwachsinn erzählt wird. Und alles, was dagegen spricht, wird verleugnet. In den meisten Zeiten gibt es gar keine Gebetszeit, wo überhaupt jemand beten muss, aber wer beten will, kann ihn natürlich beten, logischerweise. So wie ihr das auch jedes Mal gesehen habt. Ich bin hier als Trainer. Hier in diesem Dorf gibt es nichts. Der Fußballverein hat zugemacht, der nächste Fußballverein wird zugemacht. Und jetzt wollen sie noch, wo man was für die Jugend gemacht hat, damit die nicht nur an der Computerkonsole spielen, damit die was haben, versuchen sie das auch noch schlecht und kaputt zu machen. Wo soll ich denn, wo soll ich arbeiten gehen? Wenn ich an solche Security am Flughafen mache, sage ich, wo Terrorist am Flughafen? Wo soll ich arbeiten? Wo wollen sie überhaupt einen besseren Trainer finden? Das ist mein Lehrer gewesen, der hat mir alles beigebracht. So, guck mal. Dann die nächste Sache ist, soll ich an der Dönerbude arbeiten? Wenn ich an der Dönerbude arbeite, heißt das, oh ja, radikalisiert die Leute an der Dönerbude. Versteht ihr? Deswegen, ihr müsst einfach zu denen sagen, wenn euch einer anspricht, müsst ihr sagen, pass auf, ich gehe hier mit. Was du erzählst, ist totaler Schwachsinn. Es gibt gar nichts. Ihr müsst euch nicht von den Medien und den Quatsch erzählen lassen. Weil die sind sowieso nur darauf aus, die Leute gegen. Schickt ihr einfach zu mir rüber. Ich bin immer bereit.